ja, zusammenkommen, in friedlicher Absicht, wovon wir schon 1 Million Menschen sehen, wo nichts, gar nichts passiert. Also das ist sozusagen die Ideologie. Was mir natürlich auch auffällt, wenn ich das sehe, es ist auch manchmal so eine Art von Trance. Es erinnert mich an Urvölker, wo getanzt wird, zu Trommeln und so. Ja, ja. Na ja, oder? Hugahagan, ja. Was? Also man bewegt sich schon richtig, man bewegt sich schon zu Rhythmus. Und ich meine, man kann das schon sehr weit zurückverfolgen, wie lange sich Leute schon auf Rhythmus bewegen und wie Leute auch dazu ihre Rituale abhalten. Und man kann es auch, ein Techno-Festival oder ein Techno-Abend kann auch ein Ritual sein. Es kann auch ein sehr spirituelles Erlebnis sein. Die sind auch manchmal wie weggetreten. Ja, wenn man sich in Monotonie fallen lässt, ja. Also in Rhythmus, und man kann es, man kann abschalten. Dann ja, aber das sage ich jetzt nicht irgendwie negativ, ja, sondern ich habe das nur, Gefühl... Nur, wenn sie endlich zu den Drogen kommen. Jetzt. Jetzt. Ja, das, weit ausgeholt. Ja. Aber die Drogen gibt es auch, bei Urvölkern. Der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Die haben keine Pille reingeschmissen, die haben irgendwelche Kräuter gekaut und dann sind die auch in Trance verfallen. Ja, natürlich. Also ich will damit nur sagen, so neu ist das auch nicht. Wie ja, der neu ist es nicht, das hat man auch nicht gesagt. Miteinander funktioniert. Ja. Aber es wird natürlich jetzt... insofern sehr kritisch gesehen, weil das natürlich auch ein Geschäft ist, nicht? Also das wird einfach wie alles ausgenutzt und es gibt genügend Leute, die dort vor allem den sehr jungen Besuchern eben Ecstasy und solche Dinge andrehen. Das ist richtig, ja. Also es ist ein richtiger Markt geworden. Die ganzen Designerdrogen sind so Anfang der 80er wurde der Markt immer größer. Die Pillen wurden immer bunter. Und da ist natürlich auch viel, sag ich mal, Dreck reingemixt. Und es ist natürlich heute, sag ich mal, nach so vielen Jahren, bei dem Angebot, was es jetzt schon gibt auf dem Markt an Drogen und Pillen, ist es natürlich schon ziemlich gefährlich, auf was man sich da einlässt. Haben Sie sich darauf eingelassen? Ich habe mich darauf eingelassen. Ich war kein Kostverächter und hatte auch meinen Spaß dabei. Aber so. Warum? Einfach weil es dazugehört hat? Es hat einfach Spaß gemacht. Wie war die Wirkung? Also erstmal, was haben Sie gemacht? Ecstasy? Also ich war früher, musste mal ein bisschen ausholen, früher war ich mal kokainabhängig gewesen und habe aufgehört 1989 mit Kokain. Damals wurde meine Tochter geboren und das war für mich dann da auch der Anlass aufzuhören. Ich war im Krankenhaus gewesen und habe die Geburt mitbekommen, habe dann so einen roten Knäuel irgendwie in die Hand gelegt bekommen. Und das war für mich dann irgendwie so das Schlüsselerlebnis, das so mit Reinheit konfrontiert. Da wurde mir dann ja auf einmal so einiges klar. Und danach hatte ich zwar eine sehr harte Zeit, so diese Entzug. Ja. Ich bin aber nicht in Therapie, ich habe mich selbst therapiert. Da muss man aber schon sehr stark sein. Da muss man sehr stark sein, ja. Und dann, ja, dann habe ich gerne mal einen getrunken und habe mal gerne mal ein paar Pillen geschmissen. Und das habe ich dann auch vor 3 Jahren aufgehört, weil ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Und haben Sie eine Verantwortung, spüren Sie eine Verantwortung als DJ, als Leitfigur? Ja, vor allem gute Musik zu spielen. Aber ich meine den Punkt. Geht das denn? Also wenn jetzt zum Thema, ich kann auch anders. Ja. Ist das genauso gut, mit dem die Musik zu machen, ohne Drogen? Also ich muss dazu sagen, ich komme von der Tanzfläche, als Tänzer bin ich zur Musik gekommen. Und damals ging das auch. Und ich bin heute eigentlich genau wieder an dem Punkt, wo ich damals angefangen habe. Mhm. Dass es eigentlich die Musik ist, die es wert ist, dafür zu gehen und die mich irgendwie aufpowert, die genug, sage ich mal, Adrenalin in mir freisetzt. Und es muss nicht immer höher, weiter, schneller, breiter sein. Und die Fans haben auch nicht das Gefühl, dass Van Velt nicht mehr so gut auflegt? Ich glaube, ganz im Gegenteil. Ich habe momentan einen sehr guten Drive, muss ich sagen. Ich lege vielleicht nicht mehr die ultralangen Sets auf, wie früher. Ich teile meine Energie jetzt ein bisschen ein. Ich bin natürlich jetzt auch noch viel mehr am Reisen. Und wenn ich in der Woche 3 Gigs habe, Donnerstag, Freitag, Samstag und jeweils in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Wohin werden Sie eingeladen? Also Reisen heißt grad, ja, dass Sie eingeladen werden. Ich war jetzt gerade am Wochenende, am Donnerstag habe ich in Liverpool gespielt, am Freitag habe ich in Dublin gespielt, bei U2 im Club, The Kitchen. Am Samstag habe ich in Leeds gespielt, habe jetzt gerade meine Fusion-Tournee, die ich mache, die geht durch ganz Europa.
Sind Sie auch im fernen Ausland, Asien? Bin jetzt Ende des Monats fliege ich nach Japan, mache meine Japan-Tournee, auch Singapur und Taiwan. Dann geht es nach Australien, Südamerika, Kolumbien. Wer kommt dort? Machen Sie das wieder Karl Moik? Bei dem reist das Publikum immer mit. Wenn Karl Moik in Südafrika, das hat er mir hier erzählt, saß auf diesem Stuhl. Wenn der in Musikantenstaden macht, dann reisen die mit. Es gibt Partyfolgen, ja. Es gibt immer mal ein paar, die treffe ich und die planen sich dann auch hier in Urlaub schon so. Aber sonst sind das japanische und indische Rave und... In Mexiko in der Wüste war oder in Nepal in den Bergen oder in, also es gibt immer Leute, die treffen sich da. Wie groß sind da die Gigs? Also in Mexiko habe ich in der Wüste gespielt vor 3000 Leuten. Das ist meistens so, dass sich da die Schallplattenläden oder die Clubs zusammenschließen und organisieren eine Tournee, eine DJ-Tournee. Die melden sich dann bei mir und sagen, hier, wir haben hier 3-4 Clubs, die werden an die interessiert, kommst du rüber. Warum? Und die tanzen dann im Inneren des Stadions oder so? Das ist nee, das war in der Wüste gewesen. Und in der Wüste? Aber da ist doch eine Tanzfläche auf. Nee, das war im Sand, das war recht staubig. Auch eine Gold. Im Sand? Ja, da wurde ordentlich Staub aufgewühlt. Ist denn die Musik auch dann immer die gleiche? Also gehst du dann mit dem, was du vorbereitest, nach Mexiko? Also mein Werkzeug, ich habe meine Kisten, ja, meine zwei Plattenkisten, meine Tasche, das habe ich ungefähr 300 Schallplatten dabei. Und auch die Plattenspiele nehmen Sie auch mit? Nee. Und nach Indien habe ich es immer mitgenommen, weil in Indien spielen sie nur mit Tape-Decks und das ist nicht so ganz mein Ding. Aber in Japan, sollen die schon Drücken und Spulen. Sollen die schon Plattenspieler haben, habe ich gehört. In Japan, ja. Ja. Also du warst schon wieder weg. Ausgerechnet Japan. Ja, mein Gott. Ja. Aber trotzdem ist es ja toll, dass man jemanden so als Star einlädt, nicht? Dass der über die Welt reist. Ist das auch gut bezahlt? Ich kann mich nicht beklagen.